Unerschütterlich und hart im Nehmen, diese Erfahrungen sprechen dafür. Wolltest du immer schon wissen, was Menschen auszeichnet, die schon viel hinter sich haben? Unter viel verstehen wir hauptsächlich Herausforderungen, Schicksalsschläge und schwere Zeiten. Denn die Guten zu meistern, das ist bekanntlich nicht schwierig. Erstaunlicherweise sind es oft die freundlichsten, ausgeglichensten und liebenswürdigsten Menschen, die eine ziemlich atemberaubende Lebensgeschichte zu berichten haben. Fast scheint es, als ob man erst die Untiefen des Schicksals kennenlernen muss, um sein Leben in vollen Zügen genießen zu können. Doch harte Zeiten machen uns nicht nur härter. Sie bringen auch viele gute Eigenschaften hervor, die wir ohne sie vermutlich nicht zu unseren Gunsten verbuchen könnten. Wer die folgenden Lebenserfahrungen bereits hinter sich hat, darf sich über ein gutes Nervenkostüm, Resilienz und bewundernswerte Widerstandskraft freuen. Wenn du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Egal wie hart das Leben zu dir war, du warst stets gut zu anderen. Wahre Größe und einen nicht minder großartigen Charakter erkennt man daran, wie Menschen ihresgleichen behandeln. Die harte Wahrheit lautet nämlich, nichts, wirklich gar nichts, entschuldigt schlechtes Benehmen. Wenn Menschen also trotzdem freundlich und liebenswürdig bleiben, obwohl das Schicksal ihnen bereits viel abverlangt hat, dann zeugt das von echter Charakterstärke. Ein schweres Leben ist noch lange kein Grund, es auch anderen so schwer wie möglich zu machen. Leichter wird es deshalb jedenfalls nicht. Nummer 2. Selbst in harten Zeiten kümmerst du dich gut um dich. Selbstfürsorge ist ein weiteres Indiz dafür, dass wir eine Ahnung davon bekommen haben, wie das Leben zu handhaben ist. Es bringt nichts, uns selbst komplett vor die Hunde gehen zu lassen, nur weil wir gerade ordentlich durchgeschüttelt werden. Wenn das Leben dir Zitronen vor die Füße wirft, mach mindestens Limonade daraus. Noch besser, du fragst nach Salz und Tequila und einem schönen Glas, um stilvoll das Beste daraus zu machen. Nur weil die Zeiten schlecht sind, musst du kein schlechtes Leben führen. Nummer 3. Du weißt genau, was du ändern kannst und was du akzeptieren musst. Wer diese Gabe besitzt, den kann so schnell nichts mehr erschüttern. Vermutlich ist es sogar die wichtigste Befähigung überhaupt, unterscheiden zu können, wo sich Engagement überhaupt noch lohnt. Es gibt so vieles, worauf wir keinen Einfluss haben. Das müssen wir dann einfach gut sein lassen, damit es für uns besser laufen kann. Überleg dir am besten jedes Mal, ob du deine Energie und deine Zeit nicht verschwendest, bevor du für eine Sache entflammst. Nummer 4. Deine Geduld ist dir stets zugute gekommen. Sie ist wichtig, aber sie ist leider auch schwer zu bekommen und zu behalten. Der Geduldsfaden könnte wahrscheinlich in jedem Menschenleben länger und stabiler sein. Aber wer ihn grundsätzlich immer dann bis zum Zerreißen spannen kann, wenn er ihn am nötigsten braucht, darf sich schon ziemlich glücklich schätzen. Es gibt Momente im Leben, da heißt es alles oder nichts. Wer ausgerechnet dann die Nerven verliert, hat leider das Nachsehen. Nummer 5. Du bist immer optimistisch geblieben. Optimismus ist eine Gabe, deren wertvollen Beitrag in einem guten Leben man gar nicht hoch genug schätzen kann. Ja, es mag düstere Zeiten geben. Und ja, manchmal sehen wir kein Ende dieser Tristesse. Alles wächst uns über den Kopf und Hoffnung scheint nur ein leeres Versprechen zu sein. Aber wer sich dann hängen lässt und schwarz sieht, wird nie wieder etwas anderes zu Gesicht bekommen. Die Kunst, das Leben auch in schweren Zeiten zu meistern, besteht darin, sich immer an etwas Positivem zu orientieren. Wer lange genug danach sucht, wird auch fündig. Nummer 6. Scheitern ist inzwischen für dich kein Hindernis mehr, sondern ein Wegweiser. Je früher wir lernen, das Scheitern und Fehler machen als Teil des Gesamtpakets zu betrachten, desto besser für uns.
Es wird immer so sein, dass der nächste Rückschlag und das nächste leider Nein schon irgendwo auf uns warten. Wer damit Frieden schließt und sich die Erkenntnisse aus diesen unrühmlichen Episoden zunutze macht, hat möglicherweise eines der größten Erfolgsgeheimnisse gelüftet, die das Leben zu bieten hat. Nummer 7. Du hast gelernt, dich an Veränderungen anzupassen und liebst sie inzwischen sogar. Auch sie sind ähnlich wie Fehler und Pannen nicht verhandelbar, was das Leben betrifft. Im Grunde genommen ist unser ganzes Dasein auf dieser Welt eine einzige Verkettung von Veränderungen und dynamischen Prozessen. Also wäre es sehr kontraproduktiv und dumm von uns, uns diesem Wachstum entgegenzustellen. Am besten fahren Menschen, die gar nicht genug von Neuem und nie Dagewesenem bekommen können. Wer jede Herausforderung als sportliche Challenge und Wettkampf gegen den inneren Schweinehund sieht, den kann im Leben nicht viel überraschen. Nummer 8. Extreme Herausforderungen haben dich stärker gemacht. Die stärksten Menschen verbergen sich oft hinter den freundlichsten und liebenswürdigsten Gesichtern. Wer die Hölle schon einmal kennenlernen musste, wird sich in Zukunft hüten, sich von Kleinigkeiten aus dem Konzept bringen zu lassen. Und man schätzt das Leben und seine guten Seiten natürlich sehr viel mehr, wenn man das Licht schon einmal gegen Schatten tauschen musste. Was uns nicht umbringt, macht uns nicht nur härter, sondern auch dankbarer. Unser heutiges Fazit: Alles, was uns besser oder stärker macht, war letztlich gut für uns. Das Leben ist leider keine bestens organisierte Baustelle, auf der immer alles nach Plan läuft. Pannen und Rückschläge, Unvorhersehbares und manchmal auch Tragisches, gibt sich abwechselnd die Klinke in die Hand. Jeder Mensch hat ab einem gewissen Alter ein Päckchen zu tragen. Und wir alle haben auch schon so einiges an Erfahrungen auf dem Buckel. Sie sind in irgendeiner Weise immer gut für uns, denn sie haben uns zu dem Menschen gemacht, der wir heute sind. Wer gefestigt, entspannt und optimistisch seiner Wege geht, tut das vermutlich deshalb, weil dem nicht immer so war. Die besten und wichtigsten Lektionen lernen wir vom Leben, sozusagen aus erster Hand. Danach allerdings sind wir um diese Erfahrung reicher und so schnell erschüttert kann uns irgendwann auch nichts mehr. Nimm das Leben so an, wie es dir passt. Du wirst kurzfristig nicht immer gewinnen können, aber langfristig auch nicht verlieren, wenn du Etappe für Etappe Höhen und Tiefen souverän zu nehmen verstehst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald!